Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Fotografenschnack. Ihr könnt es euch sicherlich denken, dass ich wieder einen Fotografen eingeladen habe. Heute sitzt der Ralf Mann neben mir. Moin Ralf. Moin Patrick. Wir machen das immer so, dass sich die Gäste erstmal vorstellen. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Ja? Wo kommst du her? Was machst du? Wie bist du zur Fotografie gekommen? Also, wo es nicht beim Kindergarten anfangen. Ich weiß, es ist noch nicht lange her. Aber genau, kurz danach, ja. Genau. Auch von mir ein Hallo. Ich bin mittlerweile im nächsten Jahr bin ich 20 Jahre selbstständig. Also 97 habe ich angefangen mit der Selbstständigkeit als Fotograf. So alt siehst du aber noch gar nicht aus. Ja, ich habe mich gut gehalten und ich habe auch mit 12 angefangen. Also das, ne, dann, wenn du jung anfängst, dann hältst du es eine Weile durch und dann, ja. Da warst du so der kleine Dötzke, der immer die Frauen fotografiert hat. Genau, ich habe immer von unten nach oben fotografiert, habe dann immer die großen Models angeguckt und das war immer ganz spannend. Von unten nach oben die großen Models. Ja, die Models waren ja viel größer als ich 12 war. So hat sich dein Faible für die Aktfotografie entwickelt. Oder? Genau. Ich hatte immer sehr starke Unterperspektive, das war mein Zielmittel damals. Ja, wenn das so weitergeht, dann könnte das unterhaltsam werden. Ja, ich hoffe, schauen wir mal. Ich hoffe nur, dass wir nicht noch irgendwann das ab 18 Häkchen bei YouTube setzen müssen. Das liegt dann an dir, aber mir nicht. Ich bin da viel doch, zu sehr, doch, das ich bin da so seriös, bei mir passiert das auf gar keinen Fall. Okay. Das niemals. Na gut, erzähl mal weiter. Nee, und ich habe damals natürlich erstmal mit allem angefangen. Das heißt, ich habe von Stilllife über Produkte, über Architektur, du musst die Brötchen belegt bekommen. Ne? Also das heißt, wenn ein Job reinkommt, dann musst du ihn machen, damit die Kohle erstmal kommt. Und natürlich sind die ersten Honorare, die draufgehen, eigentlich fast ausschließlich für Equipment draufgegangen. Das heißt, du hast einen großen Job gekriegt und das Problem war, dass du für fast jeden größeren Job erstmal schon gucken musst, was du dir neu anschaffen musst, damit du den Job machen konntest. Aber so wie ich dich kenne, geht auch heute noch die ganze Kohle für Equipment drauf. Das Problem ist, dann würde ich aber, also es war damals wirklich so, dass du fast nur von Tütensuppen dann irgendwie über die Runden gekommen bist, weil du hast wirklich viel rausgehauen hast. Mittlerweile verdiene ich auch ein paar Euro für mich, die dann überbleiben. Also das ist dann, aber es ist tatsächlich so, dass es dass relativ viel Geld für so einen Kram drauf geht, das muss ich ehrlich zugeben. Also und so ein kleiner Nerd bist du ja schon, oder? Ich hätte ein Problem mit dem Wort klein. Also ich bin halt Nerd, das sehe ich auch Größte, ein. Ja. Genau. Also ja, da kommen wir ja im dritten Teil noch zu. Wir haben ja hier ein paar Tage jetzt Licht-Video-Tutorial gedreht, aber das dann später. Mich würde vor allem mal interessieren, wie bist du zur Fotografie gekommen? War das, hast du das gelernt? War das dein erster Beruf? Hast du erst was anderes gemacht? Erzähl mal. Also es war so vor dem Beruf schon, dass ich es als Hobby gemacht habe. Mhm. Immer Papas Kamera ausgeliehen und dann damit fotografiert und natürlich zu Anfang ohne irgendwelches Grundwissen. Noch mechanische Kameras, analog, natürlich sowieso. Ne? Und dann immer an den Rädern gedreht, bis dann so ein Zeiger zwischen Plus und Minus war. Dann wusste ich, dann war es richtig, was die Räder bedeutet haben, kein Schimmer. Und dann geguckt, dass es dann irgendwie cool aussieht. Also, das waren die allerersten Anfänger. Ne? Dann hat man sich natürlich jemand mit verfasst, was mache ich da überhaupt und was kann ich da verändern? Ah, das gibt Verschlusszeiten und die Sachen so ein bisschen gelernt. Also du bist Autodidakt. Genau, hast du das alles selber beigebracht? War noch die Zeit so vor 18, also bevor ich 18 war und wirklich damit viel gespielt habe. Und stellte sich irgendwann die Frage, was macht man beruflich? Wie das so alle Kiddies mit 16, 17, 18, 19 sich stellen. Ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt den Beruf Fotograf nicht auf dem Schirm. Weil das war ja das, was ich in der Freizeit mache und was Spaß macht. Deshalb hast du das keine Verknüpfung zu Beruf. Ne? Und mein Papa hat eine Tischlerei gehabt und da ich überhaupt nicht wusste, was ich mache, Tischler. Hast du die Säge geschnappt und ein paar Holzlatten abgesägt. Genau. Das war dann wirklich so das Konzept, weil ich einfach mangels Alternativen und keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann war es aber wirklich auch in der Lehre schon so, dass ich mal mehr fotografiert habe und damals Landschaften, ein starkes Thema bei mir. Auch schon erste Hochzeiten, erste kleine Jobs für Firmen. Dann kommt irgendwie der Möbelfuzzi an, du kannst du mal irgendwie unserem Schrank da in der Ausstellung fotografieren, weil wir wollen, dass wir noch ein Prospekt haben. Mhm. Hast dann einen Zehner für gekriegt oder was, D-Mark noch. Ne? Der Typ war glücklich, dass er für 10 Mark da irgendwie plus Film bezahlt und sein Bild gekriegt hat. Ich war happy, dass ich ein echtes Honorar gekriegt habe, weil ich Schwarzarbeit, ne? Aus heutiger Sicht, nach über 20 Jahren verjährt. Ja, nach über 20 Jahren ist das verjährt. Okay. Unabhängig davon, wir reden wirklich von Beträgen, die selbst wenn das Finanzamt gewusst hätte, nicht verfolgt hätte. Also war für so einen Jugendlichen. Aber ist ja trotzdem ist ja eine Bestätigung immerhin. Genau, ne? das war eigentlich das Wesentliche sogar. Also das Geld war gar nicht so wichtig, ist wieder in Equipment geflossen oder in Filme oder sonst was. Ne? Aber wichtig war wirklich, dass du merkst, da will jemand was machen und du hast dann angefangen, Porträts zu machen, alle Freunde rundherum und Freundinnen vor allen Dingen angesprochen, dass man Bilder von denen machen kann. Und dann war die Lehre irgendwann zu Ende und dann stellst du dir mal so langsam die Frage, ist es das? Also mit dem Beruf Tischler jetzt. Ja. Ne? Und dann habe ich für mich festgestellt, nö, das ist nicht der Weg, den ich irgendwie gehen will.
Und, aber du hättest ja einen ganzen Betrieb von deinem Vater irgendwann übernehmen können, genau, oder? Genau, das war ja damals auch der Plan erst. Aber das Problem ist, ich habe gemerkt, das mit der Fotografie ist einfach so das Ding für mich. Und ich kann mich da witzigerweise an eine Szene erinnern, als ich dann so in diesem Entscheidungsfindungsprozess war. Habe ich mit meinem besten Kumpel bei ihm im Garten gelegen, auf Sonnenstühlen, und haben gesagt, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich Fotograf wäre? Habe mir das dann wirklich so vorgestellt, eigentlich als abstrakte Vorstellung noch, gar nicht so konkret. So wie andere denken, Astronaut oder Pilot. Genau, das war dachtest du, so, Fotograf. Ja, das war wirklich ehrlich. Also ich kann mich tatsächlich witzigerweise an diese Szene, wo ich das zu ihm dann so gesagt habe, ich sage, das wäre doch einfach geil, oder? Aber das ist ja auch, ich sag mal, für Außenstehende, irgendwie hat Fotograf auch so ein bisschen was Glamouröses. Ne? Das gerade ist so People- und Fashion-Fotografen denken ja, dann lebt nur zwischen traumhaft schönen Frauen, die dann einen da irgendwie umschwärmen. Nur schöne was. Frauen, genau, tolle Locations zwischen Südafrika und Kalifornien am Hin- und Her-Jetten. Genau, das ist so die Vorstellung. Die Realität ist leider ein bisschen anders. Und vor allen Dingen die Anfänge sowieso dann schon mal. Ne? Nee, und dann habe ich irgendwann gesagt, so im Job mich unwohl gefühlt und habe gesagt, das ist es nicht. Und habe mich dann bei meinem damaligen Chef, lief es zum Glück damals auch sehr schlecht. Zum Glück für mich jetzt, für ihn glaube ich nicht so gut. Also du hast nicht bei deinem Vater gelernt, ne? Nee. Ich also habe so da wirklich eine andere Firma. Ja, ja. Das war ja auch schon nach der Lehre, da war ich ja Geselle. Mhm. Da bin ich jetzt schon in der Nach-Ausbildungszeit. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und gesagt, pass auf, schmeiß mich einfach raus, weil du musst entlassen. Dann nimmst du mich. Dann kriege ich halt sofort von einer Arbeitsagentur, damals hieß es ein Arbeitsamt, bekomme ich dann Geld und auch Fördermittel für selbstständig machen. Und dann haben wir das so gemacht. Dann habe ich mich da dann direkt gemeldet, dass ich möchte mich selbstständig machen. Dann hast du ja noch so Fördermittel für ein paar Monate. Hast du so einen Puffer gehabt, genau. Ne? Ich hatte noch keine Mappe. Ich habe dann meine Mappe erst wirklich in der Zeit aufgebaut. Habe aber wirklich ganz schnell, hektisch dann alle möglichen Mädels dann Bilder gemacht und so weiter. Und bin dann. Dann bist du richtig hausieren gegangen, hast die alle angequatscht. Also damals waren Mädels, noch, genau. Damals, genau, bei den Mädels. Ich meine, es gab ja auch, hast du die wirklich direkt angequatscht? Also sowas wie Modelkartei gab es ja wahrscheinlich noch gar nicht. Ne? Internet war da noch sehr rudimentär und es war, wie gesagt, wir reden jetzt von 1997, Anfang 97. Ja. Da war das noch nicht so weit verbreitet. Und wirklich alles im weiten Umfeld, alles, was hübsch war, angequatscht. Das waren ja auch Modefotos. Wenn du mit Aktfotos hätte natürlich jeder sofort abgewunken, aber bei Modefotos haben die dann gesagt, ja, mal gucken, was rauskommt. Und dann habe ich dann von denen Fotos gemacht. Habe da meine Mappe so ein bisschen mit aufgebaut und habe dann wirklich, ging auch nicht über Internet, versucht Werbeagenturen in Münster damals zu suchen und habe die dann abgeklappert, habe denen das gezeigt. Also bist richtig klassisch Klinkenputzen gegangen. Genau, habe da wirklich überall meine Mappe gezeigt und habe dann ganz viele Werbeagenturen abgeklappert gehabt und kein Feedback. Also keiner hat gesagt, mit Auftrag oder sonst, habe gesagt, super, ich glaube, das läuft ja super, ne? Also das wird mal was. Auch nicht mal, dass du wenigstens eine Absage bekommen hast oder war das, so. Das war ja kein konkrete Anfragen, sondern es war ja nur, wenn wir irgendwann mal Interesse haben, melden wir uns dann. Ja, okay. Ne? Und habe ich gedacht, gut, das läuft jetzt so ein bisschen ins Leere. Ne? Dann habe ich halt damals irgendwie, es war halt, dann habe ich aber schon Hochzeiten ja auch vorher schon gemacht gehabt. Die hatte ich ja natürlich dann, wo Geld kam. Zumindest so ein bisschen Geld. Genau. Was aber damals Schwarzarbeit im Sinne der Handwerksordnung war. Ach stimmt, damals durfte man sich ja nicht einfach so Fotograf nennen. Ne? Und auch nicht fotografieren. Also wenn du Hochzeiten fotografierst, war das Handwerksfotografie. Ja. Und dafür musstest du in der Handwerkskammer dann sein. Ja. Und das habe ich natürlich damals, habe ich damit mein Geld verdient, aber es war ganz grenzwertig. Also wenn die mich da gepackt hätten, dann hätte ich bei, ich glaube, Zuwiderhandlung 100.000 D-Mark oder irgendwas bezahlen müssen, irgendwelche irren Summen. Das bricht dir das Genick. Ja, natürlich. Also gerade als Anfänger sowieso, also selbst heute 100.000 Mark, also 50.000 Euro, mal eben so, ist eine Hausnummer, ne? Und dann hast du natürlich da, aber das Geld kam halt über diese Geschichten rein und ist natürlich dann auch mehr geworden, weil spricht sich das ja auch rum, wie das immer so läuft, ne? Und dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr riefen die ersten Agenturen an. Ja, du hattest dich doch damals bei uns vorgestellt, machst du das noch? Ich sage, ja, natürlich. Machst du das noch? Ja, die haben wirklich, hast du so lange durchgehalten. Genau. Aber ich meine, mal ganz faktisch gedacht, wie ist das denn? Diese Agenturen hatten natürlich Fotografen, die das für die gemacht haben. Ja, klar. Und die rufen mich in dem Moment an, wo deren Fotograf ausfällt, wo andere Probleme auftreten oder das was auch immer. Das braucht Vorlauf, ne? Genau. Das kann mal ein Jahr dauern. Ja, genau. Und dann kamen wirklich auch ganz witzige Sachen, wo ich dann sofort gelernt habe. Eine Agentur rief mich an und sagte, arbeitest du auch am Wochenende? Ich so, na klar. Ja, unser anderer Fotograf hat gesagt, mach da nicht, wupp, der war raus. Ich, mit der Agentur habe ich Jahre zusammengearbeitet. Profitiert. Ja, da wusste ich auch sofort, das war dann direkt der Lernerfolg, so eine Nummer bringst du also nicht, am Wochenende arbeite ich nicht oder sowas. Also weil weißt du, sei denn, du hast keinen Bock mehr auf die Agentur. Genau, das wäre die Option. Aber das waren wirklich Jobs, wo ich für Stadtwerke was gemacht habe, irgendwie Kinder, die Wasserrutsche runterrutschen, Busse fotografiert, irgendwie Tankstellen, wo so ein Typ so ein Ding in die Tankstelle, also so ein Ding, weil ich jetzt im Tankrüssel, ne? Zapfahren, genau, das war der Begriff, da reinhält. Also diese Dinge, beziehungsweise Gas war das mal, genau, so eine Gastankstelle mit Autogas oder sowas, wo die dann das bewerben wollten.
solche Geschichten halt fotografiert. Natürlich auch ab und zu dann mal ein paar People-Sachen, aber das waren dann eher so der Banker oder sonst was. Modesachen natürlich noch gar nicht, weil da kommt nicht die große Modefirma auf dich zu, wenn du da irgendwie so der kleine Fuzzi bist und sagst, mach mal unsere Kampagne. Also so läuft es leider in der Praxis nicht. Ganz viel Still-Lives. Ich hatte einen riesengroßen Aufnahmetisch damals, habe dann solche Sachen gemacht. Das also erstmal alles, um irgendwie überhaupt davon leben zu können. Genau, ne? Du musst dich über Wasser halten. Mhm. Ne? Und dann, egal was kommt, und dann bist du auch nicht wählerisch. Das war mir wirklich komplett Latte. Da war das wenigste Glanz und Glamour wahrscheinlich, ne? Das überhaupt nicht. Und das Problem war leider auch zu Anfang, du brauchst das Geld. Und dann lässt sich natürlich teilweise auch mit den Preisen ein bisschen drücken, was total, also das war eine der ersten Sachen, die ich auch gelernt habe. Zum Beispiel eine neue Agentur, wo ich damals dann reingekommen bin, die sagten, du, wir wollen eine Kampagne haben, die für uns persönlich ist. Und da kannst du auch mit dem Preis ein bisschen was machen. Weil alle weiteren Aufträge, da machen wir dann was. Mhm. Ich so, ja klar, wenn das für euch ist, dann habe ich die eigenen Mitarbeiter fotografiert, die haben dann eine eigene Broschüre gemacht für die Werbeagentur. Über mindestens 2 Jahre, jeder Job, der danach kam, kam immer die Frage, was ist mit dem Preis machbar, ach, du hast doch damals auch und so weiter. Mhm. Das ist einfach total tödlich. Das direkter Lernerfolg, nie wieder machen so eine Nummer. Also, ne, bis dann irgendwann die Artdirektoren da gewechselt haben in der Agentur und andere waren und dann konnte ich mit vernünftigen Preisen arbeiten. Also das war wirklich zum Kotzen. Ne, und auch direkter Lernerfolg. Also so machen wir es nicht. Aber war das denn, also ganz blöd gefragt, warst du glücklich? Also du hattest ja jetzt deine alte Ausbildung, ja. Tischler, hattest du gesagt, nee, das ist es nicht. Total. Du hast viele Sachen, du hast ein bisschen Ängste natürlich, wobei die Ängste, ich habe es dann immer realistisch gesehen. Ich habe mir überlegt, was ist das Worst Case? Das, also ich habe mir 2 Fragen gestellt vorher. Was passiert, wenn ich Fotograf werden möchte, aber trotzdem Tischler bleibe und mich nach 20, 30 Jahren frage, hätte ich mal? Ja. Also ganz schlimm. Dann also du stehst du da und denkst, ne? So, ja genau, denk, du redest dein ganzes Leben dir ein, ich hätte es machen sollen. Mhm. Und wenn ich das mache, so wie ich es jetzt gemacht habe, dann habe ich einfach die Option, dass ich sage, ich mache das. Wenn das nicht klappt nach 1, 2 Jahren, dann gehe ich zurück in den Tischlerberuf. Dann habe ich aber nach 20, 30 Jahren diese Sache, ich habe es damals versucht, hat nicht geklappt und deshalb bin ich heute noch Tischler. Also dann bist du damit auch, glaube ich, zufriedener, selbst wenn es dann nicht klappt. Mhm. Und darum habe ich gesagt, das musst du machen, das probiere ich. Und dann war es natürlich zu Anfang irgendwie eine Rennerei. Und natürlich wurde ich dann von meiner Mutter unterstützt, auch was so Essen und andere Sachen angeht, weil kommt keine Kohle rein erstmal, das ist echt finster. Ne? Das ist aber natürlich auch in vielen Bereichen so, ne? Dass junge Leute ja selbst heutzutage bei Mutti mich ja durchfüttern lassen und sowas, genau. Das ist einfach man verdient einfach auch nicht mehr das große Geld in Ausbildung. Ne? Das ist, also man muss ist einfach von sich aus viel in Ausbildung investieren. Wenn du dich selbstständig machst, sowieso nicht. Du musst alles in das Equipment investieren und was ich was. Und da ist es wirklich dann so, dass es natürlich sehr hilfreich war. Ne? Dass man da immer wusste, wo ich eine warme Mahlzeit bekomme und was ich was. Und so ist das dann langsam gewachsen. Gab es denn irgendwie so eine Art Schlüsselerlebnis? Also oder gab es so eine Art Durchbruch oder gab es irgendwie einen ganz tollen Job, an den du dich erinnerst, wo du sagst, Mensch, das war, jetzt bin ich in der großen, weiten Fotografenwelt angekommen. Nee, eigentlich nicht. Das ist ja ein kontinuierliches Wachstum. Ja, ja. Also es ist wirklich so, dass du auch zum Beispiel, was ich gerade schon sagte, du kriegst keinen großen Modejob sofort. Mhm. Du hast irgendeinen Designer, der sagt, ich möchte das mal machen, aber ich habe gar kein Budget. Ja. Ne? Dann machst du das für den und findest das immer so tolle Bilder und hast dann gerade mal deine Kosten gedeckt. Und dann kriegst du irgendwann einen aufgrund der Bilder noch einen zweiten Designer, der vielleicht ein paar Euro mehr hat, aber auch nicht wirklich viel. Und machst was für den. Und dann irgendwie werden andere auch aufmerksam und dann wächst das so ein bisschen und so weiter. Also das ist nie, dann irgendwann merkst du natürlich, oh, jetzt habe ich Jobs, die Volumen haben von 60.000, 70.000 Euro. Volumen heißt jetzt nicht für mich, sondern das Gesamtbudget für das Shooting. Mhm. Models. Aber das ist ja schon eine Hausnummer, wo du denkst, so, wow, und ich bin der verantwortliche Fotograf. Wenn ich vergurke, dann ist das schon was mit Grund zum Nervöswerden. Ne? Das siehst du dann schon irgendwo, aber es ist nicht so, dass das dann denkst, oh, jetzt habe ich eine bestimmte Schwelle, weil nee, das nicht. Also du hast, dann fliegst du auf einmal die ersten Male ins Ausland, machst im Ausland irgendwelche Shoots, dann aber das war für mich dann eigentlich immer... Also nichts, kein Schlüsselerlebnis. Nee. Ja. Ich habe schon immer ein cooles Gefühl gehabt, gesagt, geil und eine geile Location. Ich bin eigentlich immer dann bei dem Foto selber. Mhm. Weißt du, ich bespreche mit dem Designer oder mit dem Kunden so, wir machen das da und das ist die Location. Wow! Und wir machen das und das, cool. Du freust dich auf diese Bilder, aber du hast jetzt nicht so im Hinterkopf, ach, das ist ja das erste Mal, dass ich jetzt sowas cool, das habe ich nicht. Also, ist ein persönliches Ding. Manche Menschen haben das. Also, es wird einen wahrscheinlich auch nur nervös machen, ne? Oder wenn man auf einmal meint, das ist so ein... Ja. Hast du denn irgendwie spezielle Kunden oder so, irgendwas Cooles, wo du sagst, Mensch, für den oder den Namen mache ich was... Ja, gibt es so einiges, also ganz, ganz große Konzerne teilweise, wo ich was für gemacht habe, aber auch zum Beispiel Guido Maria Kretschmer, also der mittlerweile der ziemlich bekannt Shopping, ist. Der Shopping-Queen. Genau. Mhm. Guido kenne ich seit vielen, vielen Jahren, habe ganz viele Sachen mit dem gemacht. Können wir im weiteren Blog, wenn wir auf Bilder eingehen, habe ich mal ein paar, wo ich dann auch Erlebnisse zu den Bildern erzählen kann. Und bei Guido habe ich übrigens auch eine Sache gelernt, den habe ich kennengelernt, da war ich noch relativ früh beim Shooting. Und da war er wahrscheinlich auch noch da war er auch noch unbekannter, ja. Deutlich unbekannter. Hat aber schon, ne? schon ein größeres Unternehmen auch gehabt, hat auch schon einiges gemacht. Und da habe ich auch eine ganz tolle Sache gelernt. Und zwar habe ich damals noch zu analoger Zeit,
habe ich immer, ich habe selber immer Test-Shooting genannt, obwohl man bei Test-Shooting eigentlich immer FTP heißt es, glaube ich, jetzt? FTP, genau. TFP, Entschuldigung, TFP. Ja, ich kenne den Begriff, weil der wird im Profibereich nur bei den Leuten, die jetzt aus dem Amateurbereich, also eigentlich heißt es bei uns Test. Eigentlich ist es ein Test, ne? Genau. So, ja, da kommt wird getestet. Genau, da kommt der Begriff bei uns her. Und ich habe dann aber nochmal den Begriff Test auch für was anderes benutzt. Und zwar, bevor ich ein Model, wenn ich ein Mädels selber gecastet habe, fotografiert habe, habe ich die immer mit einer Kleinbildkamera fotografiert. Mhm. Also mit einer nicht DSLR, sondern analogen Spiegelreflex. Weil, bevor du Mittelformat und Großformat rausholst, das Material einfach fürchterlich teuer ist. Gerade und du willst analog, einfach mal, ne? Genau. Und du willst einfach mal sehen, wie bewegt die sich vor der Kamera, zum einen. Und du willst sie auch sich dran gewöhnen, damit die diese ganze Situation mich ein bisschen kennenlernen und so weiter. Und dann habe ich das halt immer damit fotografiert, bevor ich dann richtig losgelegt habe. Und dann hatten wir eine gemeinsame Bekannte, dadurch habe ich Guido auch kennengelernt damals. Und die Mädels haben mich dann immer gefragt, die Bilder will ich aber auch haben und die sind so toll geworden. Die Bilder waren scheiße. Die waren auch nicht dafür gemacht, dass sie toll sind. Ne? Die waren einfach nur für diese Situation halt. Und dann habe ich denen das aber gegeben. Und dann hatte Guido diese Bilder von mir gesehen und sagte so, die Bilder sind scheiße. Und dann sage ich, ja, weiß ich. Ne? Das ist aber, habe ich ihm das erklärt, warum das so ist. Und dann sagt er, ja, dann gibt man die nicht raus. Und da muss ich sagen, hat er vollkommen recht gehabt damals. Also solche Bilder gibt man einfach nicht raus. Punkt. Wenn dann hinterher der Name drunter steht. Ne? Ja, der steht ja, wie du siehst. Oder er hat es jetzt gesehen. Genau. Solche Leute, es kriegen Leute zu sehen. Ja. Und das Mist. Und das war zum Beispiel auch eine Geschichte, da war ich ein Jahr selbstständig, anderthalb Jahre, wo ich sofort gesagt habe, stimmt, nie wieder gemacht. Ja. Ne? Und die Sachen nicht mit den großen Kameras. Und der fand meine Sachen total cool und hat dann sofort auch Bilder von mir gekauft damals. Und dann sind die Sachen so entstanden, dass er dann halt, dass wir Shootings dann und so weiter, das ist dann so gewachsen über Jahre. Ne? Aber direkter Lernerfolg, ne? Wo du sagst, okay, so machen wir es nicht. Ne? Cool. Dann habe ich natürlich auch für weiß ich was, große, wir haben für Telekom mal Mode fotografiert, das war sogar im Kontext mit Guido. Wir haben Werbekampagnen für, was haben wir da, jetzt überlege ich gerade, Allianz Immobiliengruppe und weiß ich was alles, aber auch mit Menschen drauf dann schon immer. Also ganz viele so Dinge. Es fällt einem immer, wenn man drüber nachdenkt, muss man überlegen, was das muss alles man war. Erst mal kramen, ne? Man viele Sachen bis Jakobscafé, bis sonst was. Also, wir gucken uns ja gleich noch ein paar Bilder an. Was mich noch interessieren würde, wie hast du so diesen Übergang analog zu digital mitbekommen? Wann hast du den vollzogen? Warst du da immer in erster Front, dass du überhaupt nicht. Oder Spätzünder digital? Also ich glaube, ich war so mittendrin, aber ich bin so ein Perfektionist. Also das heißt, bevor ich damit anfange, muss ich wissen, dass das ganze System steht und geil wird. Und die ersten digitalen Kameras, die rausgekommen sind mit dem ganzen Workflows, die waren auch Mist. Da waren die analogen Workflows um Klassen besser. Also auch was Farben anging, was alles andere anging. Und ich habe das immer schon sehr beobachtet, war also auch in der Theorie schon sehr stark involviert, fand es aber alles nicht prickelnd. Und 2005 oder Ende 2004, Anfang 2005 kam dann für mich so der Break, wo ich dachte, jetzt wird's geil. Jetzt kommen wirklich geile Kameras, jetzt funktioniert das. Und habe dann wirklich gleichzeitig mir eine Kamera gekauft, neuen Rechner gekauft mit Prepress-Monitor, mit allem drum und dran sofort, wupp. Und dann hatte ich kurz danach auch einen Kunden, mit dem ich dann telefoniert habe, war ein Werbejob, Pharmaindustrie. Und habe mit denen gesprochen, ja, wir machen das so und so. Und dann haben wir am Telefon besprochen, was wir machen. Ich habe gesagt, das schieße ich digital. Und dann wurde es auf einmal am anderen Ende sehr ruhig. Das war ganz witzig. Und habe ich mir nicht so viel bei gedacht, habe gedacht, okay, es wird jetzt sehr ruhig da und dann gucken wir mal. Dann ist der Kunde natürlich beim Shooting dabei gewesen. Und dann haben wir das geshootet und sagt der Kunde, boah, das sieht ja richtig cool aus und die Daten sind ja gut und sowas. Habe ich gedacht, ja, wieso? ja, wir hatten letztens ein Digital-Shooting, das war völlig für den Eimer. Und das sind diese Fotografen damals gewesen, die analog fotografiert haben, haben einfach eine Digitalkamera gekauft und haben genauso weitergemacht. Ja. Das kann nicht funktionieren. Du musst wirklich dann dich mit dieser ganzen Thematik... Was war damals so der Hauptunterschied? Also gerade so in den Anfängen. Farben war ein ganz großes Thema. Ne? Das heißt, Farbprofile, sich mit dem ganzen Kram da auseinanderzusetzen. Vorher hat man Filme, Entwicklungen und solche Dinge und da sich darum gekümmert. Ne? Genau, das gab man aber ins Fachlabor und dann passte das. Oder du hast standardisierte Filmprozesse gehabt und die passten. So, und wenn du jetzt aber fotografierst, kennst du selber heute noch. Heute ist es viel besser geworden, aber du kennst das noch. Wenn du heute fotografierst, dann musst du natürlich auf die Profile, auf die Weißabgleich-Sachen einstellen und so weiter, die ganzen Details beachten. Wenn du das die nicht kannst, beachtest, dann sehen die da kommt Bilder raus. Flau aus, ne? Kontrastarm, einfach nicht ansehnlich. Und das sind die Dinge, die damals auf breiter Fläche bei Fotografen passiert sind, scheinbar erstmal, die da umgestiegen sind. Und die haben die Bilder dann so abgeliefert, ne? Ja, ja, die haben die dann einfach genommen, die haben die mit der Kamera geschossen, dachten sich, oh ja, Bild ist fertig, gebe ich ab. Genau. Und ich mit meinem Prepress-Monitor natürlich sofort ein gut kalibriertes Teil gehabt, wo ich sofort die Bilder beurteilen konnte, gesagt, oh, das ist ein bisschen mau, was machst du und so weiter. Und dann war der Workflow ziemlich schnell stand der. Der war weit entfernt von dem, was ich heute mache, keine Frage, aber er hat funktioniert. Und ich hatte eigentlich immer gedacht, ich mache beides. Ich mache analog und digital und lasse das parallel laufen. Ende 2005 war das Analogzeitalter für mich komplett gestorben.
Da war nichts mehr analog bei mir. Die Kameras waren weg. Ich hatte den Kühlschrank noch voll mit Filmen, weil die Filme musste ich dann irgendwie, die habe ich dann einzeln verbimmelt. Ich habe wirklich im Jahr Tausende für Filme ausgegeben. Mhm. Ich habe mir mal ausgerechnet, die DSLRs, wenn ich mir die kaufe, die kann ich in einem Jahr abschreiben, weil so viel kostet das Filmmaterial, was ich hier durchjage. Gerade Mittelformat und Großformat und so. Ne? Irre. Also habe ich gesagt, cool, du kaufst dir so eine Kamera für 2000 Euro und hast das Zeug. Also ist das Thema analog jetzt für dich auch weitestgehend erledigt? Bist jetzt auch nicht so, dass du sagst, Mensch, aus nostalgischen Gründen oder so? Aus nostalgischen ist das der Aspekt, den man vielleicht noch ein bisschen sehen kann. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, bei 35 Grad draußen in der Dunkelkammer zu hängen, die scheiße belüftet ist, wo du keine Tür aufmachen kannst, vermisse ich nicht. Ne, es gibt bestimmte Dinge, die man vermisst. Ja. Zum Beispiel dieser Effekt, wenn du ein Bild siehst, wie es sich entwickelt, wie das kommt. Und so ein Hocherlebnis, dass es funktioniert hat. Ja. Das habe ich nicht mehr, weil ich sehe es auf dem Display. Ich wusste schon vorher, dass es geil ist, das ist weg. Andererseits, im Labor zu sitzen und zu sehen, dass es nicht funktioniert hat, hast du halt auch nicht. Von daher ist es. Es hat halt so einen ganz eigenen Charme. Genau, und es sind natürlich heutzutage einige Leute, die gerade auch wieder die Analogfotografie so ein bisschen rauskramen. Was ich ganz interessant finde, ist, vielfach sind diejenigen, die wirklich sehr lange, gerade auch so im professionellen Umfeld analog fotografiert haben, die dann sagen: Mensch, eigentlich vom Workflow her brauche ich es nicht mehr. Mhm. Ich persönlich finde, was ich einfach finde, ist, dass diese alten Kameras Charme haben. Ne? Wenn so eine Mittelformat, wenn die aufgezogen wird und man dann abdrückt. Da habe ich auch als Job mit Laufen gearbeitet. Das bei mir ein bisschen, habe ich auch noch so ein bisschen das Gefühl, aber wenn du das als tägliches Arbeitsgerät über Jahre durchgebollert hast, dann ist da dieser Mythos-Effekt vielleicht nicht mehr ganz so stark. Ne, ja, das ist, ist absolut interessant. Ja, wir sind eigentlich auch schon durch mit unserem ersten Teil. Wie immer überziehen wir ein kleines bisschen. Also angepeilt waren 15 Minuten, jetzt sind wir schon bei weit über 20. Aber das Gute ist, das war ja erst der erste Teil. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt ein kleines Päuschen und dann im zweiten Teil gucken wir mal ein paar Bilder an und du erzählst mal ein bisschen was zu den Bildern, vielleicht zur Technik dahinter, aber auch vielleicht hast du ja die ein oder andere Anekdote. Gucken wir mal. Gut, bis gleich.